wenn wir hier jetzt schon so ein Dörfchen. Hör, wie sieht denn das aus? Soll das ein Weg sein? Ach, das soll ein Weg sein. Gehen wir mal den Weg entlang. Den krummen. Hallo. Bantas. Ne, wie heißen die? Ah, mit euch kann man noch nicht handeln. Geht erst in der nächsten Version. Na? Wie geht's euch? Ja, haben wir auch mal ein Dorf gefunden. Muss, ob ich mir das merken kann, dass das hier ist, ist zwar fraglich, aber ich weiß, dass jetzt hier eins in der Nähe ist. Mit denen können wir ja dann irgendwann mal handeln. Das ist ja ganz nett dann. Gut zu wissen. So, die hauen ab, weil es wahrscheinlich gerade wieder dunkel wird. Und dann hauen wir einfach auch immer ab. Ja, das kann man sich, glaube ich, merken. Das ist einfach jetzt hier so ein paar Grad in die Richtung und ja, das sollte man wieder finden irgendwie, hoffe ich. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause, laden unser ganzes Zeug ab. Ich glaube, da können wir jetzt sogar eine eigene Sandkiste für machen. Oh Gott, hey, das ist immer so hügelig. Wäre cooler, wenn die Dörfer ein bisschen näher aneinander wären. Vielleicht expandieren wir ja auch noch in die Richtung irgendwie. Uah. Höhle. Auch hier ist, glaube ich, dieses zerpflückte Gebiet von... Was, nee, das war anders da. Das zerpflückte Gebiet, das war ja... Ach, da ist ein Wolf. Oh. Hier sieht's auch lustig aus. So, wo sind wir? Da sind wir, da müssen wir hin. Dann, hui. Blutsch. Au. Wow. Haha. Wäre ja fast schief gegangen. Hab ich aber Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht noch tiefer runtergeflogen bin. Na. Wow, ich glaube, das Dorf finde ich auch nie wieder. Was ich mir mal machen wollte, ich wollte mal so eine Übersichtskarte rendern. Gibt's ja so Programme von der, wo man die Karten dann zu einer Map machen kann, zu einer Google Map oder so. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkrieg. Vielleicht so mal als Schmankerl raushauen sozusagen, so ein Bild von der Karte. In einer Riesenauflösung am besten. Dass es 5 Jahre dauert, bis man sich das nur runtergeladen hat zum Angucken. Muss mehr in die Richtung. Na, renn doch. Ja. So, eigentlich müsste doch hier jetzt schon wieder Heimatland bald wieder zu sehen sein, oder? Hier ist doch der, hier war das Sumpfgebiet. Oder hier ist das Sumpfgebiet und da müsste es eigentlich gleich schon wieder... Ja, Heimatland. Ein bisschen schneller hier, ein bisschen rumspringen. Hui! Oh. Hat aufgehört zu rennen. Die Sau. So, die Bücherei, die ist auch. Da müssen wir auch noch ein bisschen weitermachen, weil da fehlt ja auch noch ein bisschen was. Hinten fehlt ja auch noch ein Fenster oder irgend sowas. Weiß ich auch noch nicht, was ich da mache. So, jetzt schauen wir aber erstmal, was wir hier noch. Was wir mit dem Zeug machen, was wir jetzt gerade gesammelt haben. Na. Haben wir schon irgendwo eine Sandkiste? Ich glaube nämlich nicht. Die können wir eigentlich, können wir die neben... Haben wir hier die Dreckkiste. Da haben wir die Glaskiste und
Glas ist perfekt, weil das ist, wird aus Sand gemacht. So. Sand, 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 Sand. Sand, oh, Sandstein, den will ich mal extra machen. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Ja, das sieht man kaum den Unterschied eigentlich. Sand, 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 Sandstein. Wow, ist das wenig Sandstein. Und dann haben wir noch in der Dirtkiste. So. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut, da können wir mal die Öfen wieder befeuern. Dann holen wir uns gleich noch Kohle. Boah, die Kohle wird knapp. Halt, wir brauchen eh noch eins mehr, dann... Na, so. Zack, zack. Genau, dann holen wir nämlich erstmal... Die Steine, die sind jetzt dann auch fertig. Dann machen wir so. So. Na. Zack, dann haben wir das auch nämlich gleich gebrannt. Das ganze Zeug. So, hier noch rein. Ja, das nützt uns ungebrannt ja eh gar nichts. So, hier unten brennt schon wieder alles. Au, was war das für ein Glitch? Irgendwie hier rein und dann bin ich da rumgeglitscht. Ja. 64. Achso, ich muss die Steine auch noch rausholen. 64. So, und der letzte Ofen. 64. So, haben wir noch ein bisschen Lehm übrig. Den... Eigentlich können wir die mal... 9, 10. So, dann können wir die nämlich mal wieder zu... den hier machen. So. Ich weiß noch nicht, ob wir noch so viele brauchen, weil den Rahmen, den Grundrahmen haben wir ja eigentlich schon. Aber jetzt machen wir erstmal weg, weil jetzt ist nämlich gleich schon wieder Aufnahmepause. Die letzten paar Minuten lohnt sich nicht nochmal anzufangen. So, dann machen wir das wieder in die Dreckkiste. So, beim nächsten Mal... beim nächsten Mal ist dann eh wieder Action angesagt. Mal, eigentlich können wir nochmal... So, jetzt können wir nochmal kurz pennen gehen. Na. Und nochmal bei Tag alles anschauen. Na, oh, lauf doch. So, ich glaube, aber jetzt kann man sich wenigstens ein kleines Bild machen, wie die Kirche dann in der Front aussehen wird. Das wird dann halt... Ah, das wird ein Riesenbau. Also das ist dann... Von innen sieht man es, glaube ich, besser. Das sind dann diese zwei Kirchtürme. In den Kirchtürmen hatte ich noch so Goldglocken drin, aber ob wir so viel Gold noch zusammenkriegen, bezweifle ich erstmal, deshalb... Na, Kopfhörer ist verrutscht. Deshalb wird wahrscheinlich meine Version hier ohne Glocken sein oder vielleicht irgendwann mal dann die Glocken, wenn wir genug Gold haben. Goldene Glocken. Vielleicht können wir auch erstmal... Metallglocken nehmen oder so. Mal schauen. Oder Steinglocken.
Ja, und da oben kommt da ein Fenster rein mit einem Kreuz. Hier hatte ich, glaube ich, auch zwei Kreuze drin aus Lapis. So zwei kleine. Der Eingang. Oh, der Eingang, wo ich das gerade sehe. Den kann ich gerade noch schnell wegklopfen. Na, voilà. Wobei ich glaube, nee, dann das mache ich dann alles beim nächsten Mal. Beim nächsten Bauen. Ich weiß eh nicht, wann ich das nächste Mal wieder baue. Vielleicht mache ich jetzt auch erstmal eine Weile wieder ein bisschen Action. Komm hier hoch, damit ich es mal von oben angucken kann. Ja, das wird noch eine größere Angelegenheit. Vielleicht machen wir auch beim nächsten Mal wieder ein bisschen an der Bibliothek weiter. Ich weiß es noch nicht. Suchen uns wieder hier. Oh, das können wir noch schnell machen. Bevor jetzt die letzten 5-6 Minuten Aufnahmezeit, da können wir noch ein bisschen, hier, wie heißt's? Zuckerrohr abbauen. Da ist nämlich auch schon wieder einiges nachgewachsen. Einfach mal ausnutzen, dass wir heute keine Monster anhaben. Miau. Ach, und für die Katze müssen wir auch noch irgendeine Hütte bauen. Geht ja so nicht. Die können ja nicht einfach so in dem Bunker da versauern. Können wir uns wieder Bücher machen für Bücherregale? Hat mir nur so wenig. Na, lauf. Oh, und ich krieg immer einen trockeneren Mund, obwohl ich vorhin was gesoffen habe. So, Quatsch. Quatsch. Wo will ich denn eigentlich hin? Ich will eigentlich zu einer Bastelkiste. So, dann machen wir das nämlich gleich mal so, so, so. Zack. 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 Dann so. So, 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 so. Wow, 29 Bücher. Da können wir uns was von bauen. Unser Feld können wir auch bald mal wieder. Ach, die Erntemaschine wollte ich ja auch noch bauen. Das wird ja alles. Ah, da habe ich einiges zu tun. Ich habe ja letztens mal versucht, auch in der Testwelt, mal so zu gucken, mit einer Geheimtür vielleicht irgendwo einzubauen mit Pistons. Ob ich da irgendwas machen kann. Was ist das denn? Wolle. Ach so. Ach, die habe ich ja irgendwo unterwegs bei den Wölfen da, wo das Schaf gerissen haben. Habe ich dir eingesackt. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo ich meine Wolle hingepackt habe. Da ist er doch. Was wollte ich jetzt? Achso, Bücher, die habe ich glaube ich hier drin. 39, da können wir ein paar Regale draus machen. Komm hier, das Holz. Müssen wir ja auch mal wieder ernten gehen irgendwann. Ist jetzt nicht so schlimm. So. Blub. So. Dreizehn Regale. Komm, dann bauen wir die gerade mal. Verbauen wir die schon mal in der Bücherei. Ich wollte schon wieder mit Englisch anfangen. Springen! Springen schneller! Und mal gucken, wie ich das noch mit der Treppe hier hinten mache. Die sieht eigentlich jetzt nicht so toll aus. Mal schauen. So. Da wollte ich ja so... Das Bett ist natürlich super realistisch in so einer Bibliothek. So, das soll noch höher gehen. Mach ich mal, deute ich mal nur an.
Dass man halt hier von hier oben so auf so Bücherregal reinguckt. Dass man dann halt durch die Mitte durch hier schmökern kann. Kann man sich dann Bücher raussuchen. Soll ja in der, ab der nächsten Version wird's beschriftbar sein, glaube ich. Wobei, das geht dann, glaube ich, nicht in die Bücherregale, oder? Ich weiß es nicht. Ah ja, interessant, interessant. Ah ja, jetzt blättert er mir um. Gut. Ich renne mal wieder nach Hause, damit ich beim nächsten Mal wieder vom Anfang an Start. Jetzt habe ich auch ein paar Minuten mehr aufgenommen. Hey, hey. Da muss ich wieder bei YouTube eine Überlängenfolge reinschmuggeln. Ohne dass YouTube mir die verbietet, sozusagen. Gut, dann ist nämlich jetzt erstmal Schluss für heute. Beim nächsten Mal machen wir die Monster wieder an und gucken mal, ob wir endlich ein paar Melonensamen irgendwo finden. Vielleicht gehen wir mal in die Richtung irgendwo, vielleicht gibt es da ja irgendwas Höhliges. Wir werden sehen. Bis dahin, bleibt schön anständig und stellt mir nichts an. Tschüss!